Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde. 30 Minuten verspätet, weil diverse Dinge ich noch klären musste. Unter anderem auch, in Minecraft sind diese komischen Linien verschwunden. Ja, war eine Systemeinstellung von Nvidia. Wow. Ich hatte die auch. Ich hatte die auf ausgeglichen. Schau mal, ja, genau. Ja, jetzt habe ich gesagt, du. Die Anwendung darf selber entscheiden, wie sie will. Und zack. Diese karierten Dinger, die sind einfach weg. Und diese Mucke muss man auch mal. So. Geht das? Ja, und jetzt sind die halt, die Striche sind weg, ne? Diese Renderstriche, was auch immer. War halt, eine Systemeinstellung von Nvidia selbst. Müssen wir hier jetzt den Schwuppsdiwupp anschmeißen oder was? Jetzt wird's schlimmer, ne? Nee, das kann ich so nicht. Nein, sorry. Oh, falsche. Ja. So, mal gucken, wie es jetzt verhält. Mit Shader und allem. 100, ne? So, also die Grafikkarte selbst. Ist ja auch eine Billo-Grafikkarte, muss ich sagen. Es ist nur eine Nvidia 3060. Laptop. Aber ich habe 4 GB. Cool. Ein RAM. Rechts oben da. Ich soll vielleicht mal. Keine Ahnung, ob man die Java-Version noch updaten könnte. Hm. Naja. Wir wollten ja eigentlich irgendwann einmal. Nee, unten wollten wir Stein haben. Darum haben wir Stein ausgewählt. Stimmt. Ja. War das mit Boden auch schon so, dass wir da. Hier ist Holz, ne? Okay, gut. Und dann wollten wir das mit einem Ofen machen und Kohle. Gut, Kohle. Ja, Kohle haben wir doch schon ein paar. Das stimmt. Das hätten wir auf jeden Fall. Blub, blub, blub. So, einmal Ofen. Danke sehr, bitte sehr. Geht das? Schade. Ob das besser aussieht oder nicht, ich weiß es nicht, aber wir müssen es auf jeden Fall ausprobieren. Ne? Stimmt, diese. Oh. Diese Ziegel, die sehen natürlich Bombe aus. Hm. Ich frage mich, ob wir auch hier Ziegelstein machen wollen. Müsste so viel. Ja, komm. In der Boden kann er schon sein. Aber die Gebäude, die müssen auf jeden Fall sein. Die Gebäude, die müssen es auf jeden Fall sein. Ansonsten haben wir ja gewisse Probleme, die wir veranstalten dürfen. So. Und ich habe mal einfach was Jux ausprobiert, was wäre, wenn wir hier nur 10 Chunks geladen haben. Ne? Also nicht wundern, wenn jetzt hier ein bisschen weniger geladen wird. Ja, hat andere Gründe. So. Mein Gott, ich beheizen ja beschissene Sache. Oh, Monkey Island. Nee, komm, wir gehen mal kurz in die. Ja. Wir müssen wieder gehen, ne? Reicht ja nicht. Kohle und Co. muss ja auch hierhin geschöpft werden. Bauen hier einen Weg in die Schlucht, in die Freiheit, in die Vergangenheit, in die Gegenwart. So. Vielleicht dürfte es ein bisschen.
begradige. Na gut, die Dinger hier müssen auch noch weg nehmen oder anbauen, wie auch immer. Oh. Wie ist eigentlich, wenn wir hier unseren die Default-Version hier benutzen? Okay, bis jetzt ist alles okay. Okay. Hätte mir einleuchten sollen, dass wir, wenn wir das Ganze abhauen, natürlich die Fackel mitgeben könnte. Aber egal. Oben haben wir nichts. Gut. Außer, dass das passiert. Mit dem Liedwechsel. Das ist auch interessant. Das ist ja wirklich interessant, dass das Liedwechsel auch noch der ganze Quatsch auslösen dürfte. Oder hätte. Oder ja, hat. Nee, er hat es ausgelöst. Der Liedwechsel hat ausgelöst, dass die Spitzhacke an sich kaputt geht. Wäre auch ganz interessant. Ja, hätte ja sein können, ne? Wäre aber irgendwie komisch gewesen, wenn es wirklich so gewesen wäre. Aber man weiß ja nie, was passiert, ne? Man weiß auch nie, was hätte sein können. Ich bin ja auch ins Krypto-Geschäft bin ich nicht wirklich eingestiegen. Aber mit Aktien kaufen habe ich. Hab ich schon, also immer so reden über Axel und Co. Ich habe schon länger einen Topf, sag ich mal, der für mich verwaltet wird. Also so ein Vermögensverwaltung. Das heißt so gestochen, kacke scharf, aber ist halt. Mein Vermögen wird halt verwaltet, so doof gesagt. Ist nicht viel, aber es wird verwaltet. Ne? Das kann in Form von Aktien, in Fonds, von Geldanlagen, keine Ahnung was sein, ne? Und dachte ich mir doch, glaube ich, vor Corona irgendwie so plus 25% gehabt, ne? Nach 2 Jahren. Und nach Corona jetzt, nach 4 Jahren 10% plus. Na, Corona hat alles komplett zerstört. Ist einfach so. Jetzt in dem Fall, da dachte ich mir doch, schaust du mal selber ein bisschen rum, ne? Und ich habe mir 2 Aktien gekauft. Das waren, glaube ich, gut, eine davon war Tesla, aber das ist jetzt nicht so der Burner mit plus 10% nach vier Wochen. Heute ist übrigens der 18.7. 18.7. ja. 18. Juli 2023. Da habe ich jetzt nicht so viel Plus gemacht, aber der zweite, die Doc Morris, beziehungsweise zur große Doc Morris Aktie, da ist schon mehr, da liegt schon mehr drin, weil die sind von, ich glaube, zu Corona-Zeiten waren die bei über 500 pro Aktie. Und jetzt sind sie irgendwie teilweise schon auf 25 geflogen. Ich habe die dann gekauft bei ca. 40 rum. Und die sind jetzt knapp bei 46. Und das muss man sich mal vorstellen. Du hast einen Riesen, du hast ein Drittel deiner ganzen Vermögen, sage ich jetzt mal so doof gesagt, in eine Bank gesteckt, die das Ding verwaltet und die kriegt vielleicht in 4 Jahren 20% raus. Ist solide, kann man nicht meckern, ne? Aber halt Corona macht alles kaputt. Muss man damit rechnen. Halt auf Aktien gesetzt oder generell auf Wertanlagen, die das halt vorhin stabil liefen und bla bla blups. Oh, jetzt ist Ende gelandet. Okay, jetzt müssen wir die Steinhacke holen, ein bisschen neu bauen. Ja, und nun ist es so, dass ich eben mit diesen 2 Aktien, Doc Morris und Tesla Aktie, jetzt schon nach, also gut, sind jetzt, ja doch kann man sagen, 4 Wochen, insgesamt, glaube ich, 14% gemacht habe. Es kann auch hoch und runter gehen, aber dank Doc Morris halt eben relativ nur hoch. Weil die sind schon im Keller. Das ist echt schön. Wir müssen Stöcke machen. So. Und nachher
ich bin doof. Kannst langfristig nur bergauf gehen. Klar, Interferenzen gibt es immer und man kann immer wieder abstürzen. Aber generell geht es hier immer hoch, da die am Boden sind, ne? Ein Tesla, ja, was war das gestern? Irgendwie 10%, teilweise bei 7%, aber ich sag mal generell so bei 10% aktuell. Und Doc Morris halt schon bei 18%, ne? Also, und das in einem Monat. Klar, ich habe jetzt wahrscheinlich Glück gehabt, zur richtigen Zeit, ja, eigentlich so schon zu spät gekauft, weil man hätte die Doc Morris Aktie schon anstatt bei 40 schon bei 25 kaufen können, ne? Sag mal so, wenn das jetzt schon 30, ja, wenn das jetzt bei 50 ist, dann haben wir es schon verdoppelt. Dann haben wir schon bei 100%. Also diese ganze Prozentrechnerei, das macht einen fertig, ne? Ich habe dann gedacht, so, wenn ich das Ganze durch habe, mit, also wenn du bei, sag mal wieder bei 200 oder 300 bist pro Aktie bei Doc Morris, dann hast du ja einen Prozentsatz bei 40, 80 wäre 100, 160 wäre 200. Das wäre auf jeden Fall schon über 200%. Ne? Also heißt, du hast deinen Einsatz, den du reingesteckt hast, schon mal 4. Nee, mal 2 logischerweise. Oder rechnen wir anders. Rechnen wir logischerweise anders. Du verkaufst das Ding für 300. Dann wäre... Ne, 300 durch 40. Das wäre dann Faktor 7,5. Ne? Faktor 7,5. Nehmen wir jetzt an, wir hätten 5.000 reingesteckt. Dann hätten wir schon 37.000. Ne? Nur mal so, also ich finde es immer so faszinierend an Aktien. Man kann, es ist komisch, man kann gefühlt, ne, gefühlt irgendwie Geld wachsen lassen. Also, sag mal so, du als Investor verdienst da, machst da in dem Sinn eigentlich nichts, außer du steckst das Geld rein und die machen mit dem Geld, das du da reinsteckst, rein, theoretisch gesehen, mehr Umsatz daraus, ne? Und du musst halt hoffen, dass das funktioniert, wenn nicht, scheiße gelaufen, wenn dann doch gut, ne? Und hätte ich das Geld, das ich damals, logischerweise, jetzt in diese, oder sagen wir mal, das Geld, das ich jetzt zusätzlich noch in Tesla gesteckt habe, hätte ich das vor 10 Jahren gemacht, ja, hätte, wäre, sollte, nee, hätte, Fahrradkette, irgendwie so rum, dann wäre ich jetzt mehrfacher Millionär. Aber, ja, das, hätte man das früher gewusst, ne? Wäre man jetzt stinkepappereich, aber hey, so geht's im Leben. Und daher, man weiß jetzt, alles, was Musk anfasst, in irgendeiner Scheiße, in irgendeiner Form, die Person ist zwar umstritten, aber was er mit den Firmen macht, ne? Irgendwie das Geld wächst auf Bäume, habe ich das Gefühl. Bei den Firmen, die er hat. Irgendwie in 1, 2, 3 Jahren sollte dann auch Starlink an die Börse gehen. Und scheißegal, was für einen Input die haben. Kauf mit dem Geld, das ich, sag ich mal, mit Doc Morris erwirtschafte, stecke ich dann in Tesla, in Starlink. Und erhoffe mir, je nachdem, wie ich es einkaufe, einen Faktor von 100? 200? Schon 50 wäre cool. Also Faktor 50, wenn ich mit Doc Morris 50.000 erwirtschafte, dann haben wir 2,5 Millionen. Also natürlich ohne Steuern und Corona, das ist immer das ganze scheiße Ding. Steuern, das, ja, da macht alles kaputt. Na gut, alles nicht. Aber, ich sag mal so, ich habe das eigentlich gestartet, oder das Ding gestartet, damit man gegen Inflation eigentlich bisschen gegen die Inflation gewappnet ist. Gewappnet? Ja, ist einfach so. Ich